Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. So, erstmal ein paar Sachen am Anfang. Ich habe leider, was heißt leider? Ich habe alles soweit aufgenommen und, mir ist dann aufgefallen, dass, wie jetzt gerade eben, dass meine Frames die ganze Zeit abrauschen. Keine Ahnung warum. Des Weiteren habe ich, jetzt mal ein externes Aufnahmegerät gewählt, um was versuchen, meinen Sound einfach zu verbessern, damit man mich auch deutlicher versteht. Des Weiteren habe ich dann gezockt, ungefähr eine Stunde, knapp 100 GB aufgenommen. Das ist ja bei den Fraps-Dateien so. Und dann habe ich gemerkt, man hört mich gar nicht, beziehungsweise mein Mikrofon hat ein echt scheiß Geräusch gemacht, irgendwie so ein ganz lautes Zirpen, und das kann man sich wirklich nicht antun. Daher spiele ich jetzt nochmal für euch Odysseus USS Barack Obama 2025. Ich kenne das soweit alles schon, aber ihr ja noch nicht. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, nach einer Minute können wir das Spiel mal starten. Los geht's! Drohnen in Bereitschaft. Alle startklar auf mein Kommando. Wenn Russland oder die SDC lustige Ideen haben, versichere ich Ihnen, Minister Petraeus, Ihre Streitkräfte sind bereit. Der letzte Befehl für DEFCON 3 war von Minister Rumsfeld vor fast 25 Jahren. Ich weiß. Ich bin an dem Tag selbst geflogen. So, da. Unser Harper. Minister. Und gleich kommt die Sau. Joao Menendez. Da ist er. Die dumme Sau. Präsidentin Bosbois lässt grüßen. Für die Seele, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben. Soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Naja, den wollen wir wirklich nicht in unserer Gesellschaft haben. Jawohl, wir haben ihn, sehr schön. Und ich kann euch sagen, in den nächsten Folgen werden euch ein paar Überraschungen erwarten. So viel sei wirklich gesagt. Also, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich kenne es jetzt leider schon. Da ist bei mir die Spannung weg, aber ich zeig's auf jeden Fall nochmal für euch. Oder ist es Golf von Mexiko, Section GSOC 2025. Da ist Salazar. Und. Wie gut, dass du nicht redest. Menendez. Wir haben viel Zeit. Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. In der Haut stecken wir. Wir sind David Mason. Tja, dann wollen wir mal. Und wieder ein Frame-Einbruch. Juhu, das macht einfach riesig Spaß. Identifiziere Mason David. Netzhautscan bestätigt. Tun Sie, was Sie können. Jo. Auf der Brücke. Alles klar, Meister. Und, Entschuldigung, dafür irgendwie gerade ganz komisch, dass mir die ganze Zeit die Frames abrauschen und das Spiel eventuell ruckeln könnte. Das tut mir leid, ich hab's bei mir nicht anders. Weil ab und zu läuft einfach immer nicht so rund. Ich weiß nicht, woran das liegt. An meinem Computer eigentlich nicht. Er hat gesagt, ich bin diesmal kein Kind mehr. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11.000. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josephine. Wes, tu papa está muerto.
Dein Vater ist tot. Und diese Leute... Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche ungleiches Recht über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind Hunderte von ihnen. Ihr Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Menendez sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Die Obama wird angegriffen. Niemand darf diesen Raum verlassen. Du weißt nicht, wie. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Sie an. Und Bumsy, und da liegen wir auf dem Boden. Ja, der gute Menendez, nein, das Arschgesicht Menendez hat unseren Navy Seal Kamerad Salazar überwältigt. Das. Da ist er. Die Söldner haben einen groß angelegten Gleiterangriff auf die Obama gestartet. Mit Tarntechnologie. Wir haben nicht alle von ihnen erwischt. Sie nehmen das Schiff auseinander. Wir brauchen die Schüsse aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Was haben wir hier denn? Nimm, was du brauchst. Schocker. Schocker. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal hier die Hybrid. Was haben wir denn als Zweitwaffe? Zunächst müssen wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Nehmen wir die auch nochmal mit. Komm. Jawohl. Damit lässt sich doch schon mal was machen. Was die. Ah, die gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Eine Waffe. Gib mir mal die. Alles klar, dann können wir losgehen. Bereit? Los! Und da geht schon mächtig die Post ab. Und ich kann wohl nicht schießen, wenn Salazar. Wow, die Computer sind auch gegen uns, stimmt. So. Da Salazar. Und schon wieder gestorben. Das hatte ich in der letzten Aufnahme auch, dass ich hier einfach mal wegsterbe. Aus mir unerklärlichem Grund. Ich bin abgeschossen worden. Warte ich nur, von wem? Na gut, erlangen Sie wieder die Kontrolle über das Schiff. Gut, das machen wir. Zack, die kriegen erstmal eine Granate ins Gesicht. Dann schalten wir den Computer da oben aus. Der kriegt noch ein paar Kugeln in den Brustkorb. Ah, hier steht noch jemand drin, oder wie? Oh ja. Gut, jetzt ist mir klar, warum ich gestorben bin. So, weil jetzt haben wir hier nämlich ein bisschen Deckung. Und schon läuft das Ganze besser. So, jetzt hat Salazar ein paar Kugeln ins Bein gekriegt. Stirb. Was haben wir hier? Einfach nur eine Kiste. Alles klar. Salazar, geh runter und sicher Briggs. Verstanden. Versiegle die Serverraumtür. Niemand darf rein oder raus. Das ist bald vorbei. Ja, ich hoffe auch mal, dass das bald vorbei ist. Ich hoffe nur... Wow. Ich hoffe nur mit gutem Ausgang. Für uns, natürlich. So, zack, 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 zack. So, der kriegt auch noch ein paar Kugeln ins Gesicht. Du kriegst auch noch ein paar Kugeln. Und du brauchst dich nicht mehr wehren, du hast sowieso schon verloren. So, wir machen die... diese Tür auf, den... Zack. Verstanden.
So, hier können wir interagieren. Machen wir das gleich mal und hoffen, dass wir da nicht sterben. Zack, zack, zack. Und ein, jetzt sind wir dieser Computer, dieses kleine Geschütz, haben dieses jetzt quasi wieder für uns auf unsere Seite geholt. Und werden natürlich auch kräftig beschossen, und zwar von dieser Seite. Tam, 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 tam. Komm, komm, komm. Da sind noch welche. Jetzt bin ich überhitzt. Den hatte ich gerade eben noch schon abgeschossen. Stirb. So, F zum Verlassen. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Da war noch einer. Den haben wir auch eben wegradiert. Treff mich doch! So, der hat einen schönen Kopfschuss von uns bekommen. Und zack. Ist da noch jemand? Nein, alles war soweit. Gut, wir benutzen mal den Computer. Komm schon. Server Timeout. Das Kontrollterminal auf der Brücke ist gesperrt. Wir müssen uns vom Serverraum aus zu dir verschaffen. Ich habe schon Revolutionen gesehen, die schneller beendet waren. Wir müssen ihn finden. Gehen Sie zum Sicherheitsraum. So, hier überlebt niemand. Schießt sie einfach alle. Sie haben nicht verdient zu leben, wenn sie meinen, dass sie uns angreifen können. Wow, 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 wow. Von wo, von wo, von wo, von wo? Es gibt hier dick aufs Fressbrett wieder für mich. Aber ich denke mal, für die ist der Ausgang noch unschöner. So, hier können wir uns dann wieder ein bisschen Munition snacken. Das trifft sich. Wir haben nämlich schon wieder gut was verballert. Und jetzt geht's runter. Und ich habe wieder Frame-Einbrüche. Jeha, das macht immer Spaß. Zack. Da ist der nächste. Und ich habe noch eine andere Waffe. Ich meine, da habe ich ein Visier drauf. Ich glaube, die könnte sich jetzt mehr anbieten. Jawohl. Und schon wieder. Meine Frames rutschen dauernd ab und ich habe absolut keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Das Ding können wir nicht mehr benutzen. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, warum mir die ganze Zeit meine... So, jetzt gehen wir wieder auf die Nahkampfwaffe. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Zack, ich frage mich, wieso auch, beziehungsweise wie kommen so viele Einheiten hier ans Schiff? Wie machen die das? So, du stirbst. Du Arschgesicht. So, dann hier runter. Zack. Zack. So, jetzt geht's in diesen Raum. Da habe ich mir in der, als ich aufgenommen habe, der hat Deckung gesucht, aber da ist ein scheiß Auto geschützt und das müssen wir zunächst erstmal ausschalten. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz. Nee. Jetzt aber es. Jetzt habe ich aber noch eine Granate an den Füßen und es ruckelt, jeha. Ja, meine Frames normalisieren sich gerade nicht wieder. Ich mache hier mal eine kurze Pause und dann gleich wieder. Bis gleich. Ciao.